irgendwann sich das so ergibt, dass man zu zweit was zocken kann, dann nutze ich auf jeden Fall die Gelegenheit. So. Dann sind wir jetzt fast wieder oben. Ah, verdammt. Ich habe gedacht, ich könnte den Rhythmus oder die Melodie voraussagen. Hat nicht ganz geklappt. Weil es hat sich so angehört, es wird sich das Ganze wiederholen, aber hat es wohl anscheinend nicht. Naja, egal. Jetzt sind wir fast oben. Warte mal, zwei Hunde sehe ich. Drei, okay. Steak ist Steak, ne? Du. Gehen ihn. Moment, ihr sitzt ja. Und ihr sitzt zu weit weg. Komm, du darfst dich hinstellen. Da hinten. Lass mich verarschen, Hund. Guck mal, du. Und du. Euer Ernst? Und du. Danke, danke. Für die XP. Cool, guck mal, da bin ich ein Level aufgestiegen. So, Hundi, du sitzt dich aber auch hin. Hallo? Setzen. Danke. Krass, ist jetzt in der Fackel. Naja, ist er selber schuld, wenn die Fackel seinen Kopf durchspießt. Hätte er spuren müssen. So, dann erstmal wieder. Moment, hoch. Aber ich habe noch diese Teile. Die möchte ich dann auch einfach mal setzen. Weil ich sie lustig finde. Ja, mal so hin. Das waren auch die Leuchtteile, ne? Ja, das waren die. Zack. Okay. Und ins Battle Line. Damit Tag wird. Hallo? Okay. So, so, die so. Ich mach mal, ich tue mir Items aus. Und ich wiederhole das einfach mal die ganze Zeit, weil es immer noch Leute gibt, die das natürlich, die der Zweis natürlich nicht verfolgen. Und die sehen halt too many Items und denken halt, what the fuck, ein Cheater. Und ich bin nicht ein Cheater, ich bin nicht ein Cheater, ich habe too many Items nur drinnen, um nachher mal zwischendurch zu gucken, wie man was craftet, was es alles gibt, was man wozu benutzen kann. Und nicht, um mir irgendwelche Sachen daraus zu nehmen. Okay, es kam schon mal vor, dass ich mir da was rausgenommen habe, aber das war aus Versehen und das habe ich direkt wieder gelöscht. Ich wollte gucken, wie man das craftet und habe aus Versehen drauf gedrückt, aber wie gesagt, direkt wieder gelöscht. Einmal habe ich mir, glaube ich, aus Versehen, wirklich aus Versehen Holz gecheatet, aber dann, das stand halt im Chat, 64 Holz gecheatet, habe ich gedacht, what the fuck, wie ist das denn geschehen? Und habe dann einfach, ich glaube, mehr als ein Stack rausgeworfen. Ich glaube, da schon 63 Holz gescheatet und dann habe ich ein ganzes Deck oder sowas rausgeworfen. Irgendwie so war es dann. Weil ich hasse das zu cheaten und das ist einfach kacke, einfach nur vor allem in einem Survival Let's Play zu cheaten. Ist einfach kacke. Naja. So, erstmal durch das halbe Haus rennen. Und auf der Rückseite hier weitermachen. Wie, das habe ich hier oben nicht verbunden. Wie kann ich nur? Komme ich noch eine Spur so, also hier drauf. Okay, dann sieht es so aus. Zack, 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 zack. Oh, der nächste Deck. Wie viel habe ich denn noch? Ja, noch den und danach noch einen ganzen. Das passt ja noch. So. Und passt das ja wirklich noch. Bin ich jetzt auch fast fertig. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Reihe, oder? Ach, nee, 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 da kommt noch was um das Haus herum. Na, kacke. So. Da hier links, genau. Um das Haus herum, genau. Das meine ich damit. So. Und dann ziehe ich jetzt hier lang. Ach so, hier ist eine Tür. Okay. Da ging es gerade auch noch irgendwo rein. Wenn ich nur wüsste, wo. Okay, jetzt von diesen beiden Häusern. Moment, ist das der letzte Stack schon? Oh, es reicht doch nicht. Kacke. Es reicht nicht. Ich habe gedacht, dass es vielleicht doch reichen würde, aber... Nope. Keine Hoffnung. Mit 14 schaffe ich das nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. 7 Stück nur noch. Oh, nein. Nur noch 7 Stück, deprimierend. Es fehlen genau 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Habe ich nicht doch irgendwo
Oh, Leute, guck mal, ich habe noch 42 Gravel dabei. Wuhu! Das freut mich jetzt wirklich. So, jetzt habe ich aber auch nirgendwo mehr was übersehen. Richtig? Richtig. Richtig? Richtig. Richtig? Richtig. So. Hier kann man überall noch was Kleines bauen. Aber hier baue ich dann lieber irgendwie so ein kleines Feld, irgendwie, dass man hier was anpflanzen kann. Das sieht dann letztendlich besser aus, als wenn man dann direkt noch ein Haus sich dran quetscht. Und vor den Haupteingang muss ich auch noch was setzen. Und hier ist es wirklich noch so leer. Hier kommt auf jeden Fall auch noch ein Haus hin. Ja. Hier kommt noch ein Haus hin. Mal gucken, was für eins. Muss ich mir mal überlegen. Noch ein Steinhaus vielleicht nochmal. Ein Steinhaus mit einem Holzdach. Irgendwie sowas. Oder irgendwie nur so eine kleine Scheune, eine Hütte. Ich weiß es nicht, vielleicht inspiriere ich mich nochmal aus dem Internet. So wie dieses Haus, das ist ja eigentlich auch komplett aus dem Internet inspiriert oder naja, so ein bisschen eher nachgemacht. Das ist eigentlich kopiert. Und da versuche ich mich zu inspirieren und nicht zu kopieren. Ich lasse mich gerne inspirieren. Und inspirieren heißt nicht, dass ich es dann komplett kopiere wieder hinten. Sondern einfach Ideen für eine Wand, wie eine Wand aussehen könnte, wie das Ganze stylisch oder modisch cool aussehen würde. Und was mich jetzt mal wirklich nochmal interessiert, wie ihr diesen Raum hier findet. Also einfach dieses Haus, diese Unterteilung. Dass man hier irgendwie so Betten reinstellen könnte, kann ich auch direkt mal machen. Wolle. Guck mal, hab keine Wolle, aber ich habe Fäden. Mit Markiert ist auch eigentlich rückgängig. Denn ich will keine Fäden dafür opfern. Die brauche ich ja später anders. So. Geht das eigentlich jetzt rückgängig? Nee, geht nicht rückgängig. Also zwei da rein, zwei da rein. So. Naja, können ja von mir drin bleiben. Die Slabs, die fallen da ja eh nicht raus. So. Zack und zack und zack. So, warum nicht? Sieht doch eigentlich ganz cool aus. Du kommst hier rein, hast ja so Betten, so ein extra cool Lager. Hier hinten hast du auch noch so ein bisschen Platz. Und wenn du hochgehst, sieht das auch cool aus. Einfach die Treppe nach oben ist episch. Dann hast du hier so eine Aussicht auf eine Steinmauer. Naja. Und hier oben hast du auch nochmal viel Platz. Ich finde das cool hier oben. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall finde ich cool. So. Dann, wie gesagt, kommt hier jetzt noch ein Haus hin. Ich überlege, das Haus bekommt vielleicht einen Hinterausgang, welcher dann nach hier führt. Oder vielleicht ein Haus, was direkt an der Wand steht. Und damit meine ich jetzt nicht so eine Ecke. Wo man dann wirklich irgendwie Fenster in der Mauer hat oder durch die Mauer auch rausgehen kann. So eine private Tür. Irgendwie so ein Zollweg. Genau! Das ist es. Zoll. Also so ein Zollhaus. So ein kleines Häuschen, was die Leute überwacht, die reinkommen. Wisst ihr, was ich meine? Hier vorne, so am Haupteingang. Ah, das kann ich auch mal ernten. Hier irgendwie. Alle Leute, die reinkommen, passieren in dieses Haus, oder? Müssen zwangsläufig an diesem Haus vorbei. Und das Haus ist dann halt vorne so offen mit Zaun. Also so ein bisschen sowas wie ein Marktplatz. Oder so sowas wie ein kleiner Shop. Soll das dann aussehen, wo die Leute, die dann hier reinkommen, zuerst reinlaufen und keine Ahnung, vielleicht dann auch noch mit einem Trichter, wo ich dann ganz schnell meine Sachen irgendwie reintun kann, die ich gerade nicht brauche oder sowas, die ich dann nicht groß zurücklaufen muss. Also das ist echt eine coole Idee. Also hier wollte ich, wie gesagt, jetzt gerade dieses Zollhaus reinbauen, da hinten wollte ich auch noch was reinbauen und jo, krass. Ja, wir haben jetzt in der Aufnahme sehr viel geschafft. Wir haben Gravel gesetzt. Wir haben sehr, sehr viel geschafft mit Gravel. Sehr, sehr viel. Aber hier kommt noch ein Haus hin. Und da gucke ich jetzt mal. Das Problem ist, man kann auch nicht... ich gehe jetzt mal in der Zeit was farben. Man kann ja auch nicht die ganze Zeit nur... ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Mann, du, das gibt's doch nicht. Wollte ich denn sagen?
Man kann nicht die ganze Zeit nur... Und weiter? Wie ging's weiter? Man kann ja nicht die ganze Zeit einfach nur herumhüpfen und über irgendwas reden. Man kann ja nicht die ganze Zeit rumhüpfen und über irgendwas reden. Man muss dabei auch was Produktives machen. Deshalb baue ich hier noch was ab. Entschuldigung, das gab mein Mikrofon wieder so einen Krieg hatte. Er sollte nicht mehr so oft vorkommen. Achso, okay. Hier ist ein Loch. Dieses Loch mag ich nicht. Denn hier werde ich hundertprozentig irgendwann reinfallen. So, und hier ist es dunkel. So. Und hier ist ein Weg. Und dieser Weg führt uns geradewegs zu bereits eroberten oder besuchten Orten. Wow, richtig, Hammer. Richtig, Hammer. Wo kommen wir denn hier aus? Achso, hier haben wir nur was abgefarmt. Wir machen das Ganze jetzt so, dass ich immer mit zwei Abstand war, das doch hier reingrabe. Ah, guck mal, da findet man direkt auch was. Ist das nicht schön? Ich glaube, cooler wären dann doch wieder Diamanten gewesen, aber darüber freut man sich jetzt auch. Okay, dann grabe ich ihn kurz hier weiter rein. Hier scheint man nicht so schnell auf irgendwie Sachen zu stoßen, wie Lava. Also in dieser Mine. Wenn ich jetzt nach rechts grabe oder jetzt von mir aus jetzt nach hinten, scheint man ja andauernd auf sowas zu stoßen. Aber hier Redstone, um zu leveln. Ist das nicht schön? Level 17, 18. Immer noch 18. Cool. So. Noch was Fackel rein. 1, 2 Entfernung und dann hier wieder rein. Und ich glaube, das sieht echt chaotisch aus. Also dieser Weg nach unten, der ist nicht sehr schön gebaut. Naja. Irgendwas wollte ich gerade immer noch gesagt haben. Irgendwie ein Thema, worüber ich reden wollte. Jetzt habe ich es wieder vergessen, weil ich gesagt habe, dass ich meinen gehe. Und dann ist es irgendwie wieder weg. Und das ist so schlimm. Oh Mann. Das ist echt mies. Kennt ihr das? Ihr wollt was sagen, dann habt ihr es vergessen. Am miesesten ist es ja noch in der Schule. Es ist in der Schule. Ihr wollt was sagen. Habt es in dem Moment gerade irgendwie wieder vergessen. Und der Lehrer glaubt euch das nicht. Es ist voll deprimierend. Okay, manchmal tut man dann auch nur so oder keine Ahnung. Ich zumindest nicht. Ja. Ich glaube, da gibt es doch ein paar. Aber kack ist, wenn du es dann wirklich vergessen hast. Was zu sagen, weil es dann total schlecht mündliche Note oder sonst was. Das ist schon irgendwie kacke. So, hier geht's nicht weiter, hier ist Erde. Und ich habe Angst vor Erde, also wieder zurück. So. Nochmal zwei, das wäre dann hier. Naja, okay. So. Hier sieht man sehr viel. Zack. So. Guck mal, hier war ich schon mal. Na super. Na guck mal, da ist auch noch Eisen. Wie schön. Ich habe Eisen. Ist noch mehr Eisen und hier sieht man wieder mal nichts. So. Na, ist auch nichts mehr. So. Und mal gucken. Ja. Und mal in die Richtung einfach rein. Guck mal, Redstone. Wow, wow, wow. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Nein, 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 nein.